Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 112 von Avorion. Ja, wir haben letztes Mal die Schiffe durchgegangen oder sind einige Schiffe schon durchgegangen, haben geschaut, wie das da mit Besatzung ausgeht. Hier sehen wir zum Beispiel ich glaube den Discover haben wir losgeschickt. Ja, der kriegt dieses Feld. Die Lady war irgendwo am Abbauen. Die hat dieses Feld. Discover hatten wir. Craft waren wir glaube auch drinne. Wo ist der? Der ist da oben, aber das sieht gerade nicht so aus, als ob der was macht. Weiß ich jetzt aber nicht, müssen wir uns auch noch angucken dann. Aber das Ganze machen wir gleich nach dem Intro, ne? So, dann schauen wir mal. Gehen wir erstmal in den... Ja, wenn wir schon hier sind, in den Craft, können wir... Da ist unten nichts eingetragen. Dann würde ich sagen... Gehen wir mal da erstmal rein und gucken uns den mal an. Was macht er denn so? Na, komm schon. War das schon immer so ein Fall mit so einem Flugzeug da dran? Ah, der ist am Arbeiten. Der baut Nanoniterz ab, okay. Ich würde jetzt sagen, dann lassen wir den mal da weitermachen, weil dann wollte ich den da nicht stören, ne? Aber muss ich nicht irgendwo sehen, dass der was macht? Ich glaube, jetzt macht er nichts mehr, ne? Lass uns gerade in die Drohne einsteigen oder aussteigen und lass uns dann hier sagen, bau ab. Mach das einfach so, 44, mach einen sicheren Modus rein, dann sind es nur 4% und er kann das alles abbauen. Dann nehmen wir aber das vielleicht raus. Ja, machen wir so, ne? Sollte funktionieren. So, und da ist er auch schon weg. Gut. Der Discover. Wo ist der jetzt? Ah ja, den haben wir auf jeden Fall eingestellt. Der hat ja so ein schickes Feld gekriegt. Genau. Craft haben wir gerade gehabt. Lady baut da ab. Miner. Miner ist hier und hat nichts zu tun. Das würde bedeuten, wir gehen da mal rein und schauen, was der macht oder auch nicht macht. Na komm schon. Braucht aber lange. Na, da ist er, oder? Oh, neues Bild. Also, da waren wir schon drinne. Aber der macht nichts, ne? Den haben wir doch ein bisschen ausgebaut, ne? Ja, das haben wir schon gemacht. Wieso ist aber jetzt hier nichts ausgewählt für den? Nee, doch, das war richtig, ne, oder? Nee, das war falsch. I ist richtig. So. Bergbau, Bergbau, Bergbau. Alles Bergbau an. Eisen und Titan geht da. Ja. Rollen kann er jetzt nicht so gut, aber das soll auch egal sein. Das bedeutet, wir gehen auf eine Karte. Ne, wir gehen nicht auf eine Karte. Wir machen erstmal einen Tee. Gehen dann auf eine Karte. Und dann kriegt er den Auftrag, hier was abzubauen. 15, dann lassen wir mal so starten. So. Ich glaube, die haben wir alle. Jetzt ist der Miner 3 dran. Ja, komm, dann gehen wir mal da in Miner 3. Wo ist er jetzt? Hier oben. Gehen wir da mal rein und gucken, was der hat, weil da waren wir, glaube ich, noch gar nicht dran, ne? Schauen wir mal. Ja, da oben sehen wir es. Der hat jetzt hier leider nichts zu tun. Also schon zu tun, aber der muss noch ein bisschen arbeiten. Wenn er denn arbeiten kann. Jetzt brauche ich eine Station.
Hier gibt es noch ein leichtes Bergbauschiff. Kann ich mit dem leichten Bergbauschiff was machen? Kriege ich da Crew weg? Nein. Kriege ich hier... Ja, ich kann auf jeden Fall springen noch. Handelsposten gibt es da. Das reicht für mich. Dann lass uns da hinspringen. Weil wir müssen Besatzung ja noch... Nee, warte mal. Besatzung brauchen wir gar nicht. Wir müssen ja nur bauen. Wir müssen ja nur den Crew... Raum erweitern. Eisenquartiere. Steuerung CV. Dann können wir den einfach da drauf packen, oder? Und dann haben wir genug Raum. Gut. Das bedeutet, wir gehen wieder raus aus dem Baumenü. Und er hat genug zu tun hier, wie wir sehen. Der ist auf Interagieren da oben gestellt. Was ist denn das? Leichtes Bergbauschiff. Achso, hatten wir schon ausgewählt. Dann würde ich sagen, gehen wir hier in der Dingens rein. In die Mine. In die Drohne. Gehen dann auf die Karte. Und sagen dem Miner, er soll hier einfach abbauen. Okay, das ist zu viel. Des Guten. 25 ist auch noch relativ viel. 54. Ja, 25, komm, machen wir lieber so. Und der soll mal starten und soll dann mal ein bisschen was tun. Fürs Geld, ne? So, die haben alle Aufträge. Reiter 1. Traveler, Reiter 1, gehen wir mal in den Rhein, weil ich glaube, da müssten wir auch noch Dingens, sag schon, Quartiere ausbauen. Kriegen wir aber auch hin. Nee, ist gar nicht hier auszubauen. Wie ist die Ausrüstung hier? Walter Geschützturm und... Doppelflakgeschützturm und hier ist nichts zum Dingens eingebaut. Ne, B war falsch. I war schon richtig, aber hier oben. Okay. Was war das jetzt gerade? Diese Sektor wird von einer anderen Fraktion angegriffen. Okay. Oh, hier steht jetzt die Rechnerleistung. Und sonst sehe ich hier jetzt nichts, ne? Strom. Hightech-Handelssystem haben wir hier. Detektor. Okay, sollten wir uns da einmischen? Nee, ne, oder? Korvette, die Föderation von Uva. Ich sehe jetzt nicht, wie die Beziehung doch da schlecht, okay? Aber die lassen uns in Ruhe. Okay, ich weiß nicht, was die Markierung unterhalb der Schiffe ist. Aber wahrscheinlich... Das ist der Zustand, ob sie kaputt sind, oder? Kann das sein? Irgendwie so wie tödlich verletzt oder so, hä? Kann das sein? Ja, weiß ich nicht. Aufgrund von Unruhen wurde dieser Sektor als Gefahrenzone ausgerufen. Zivile Schiffe, Händler und Frachter werden den Sektor meiden, bis wieder Frieden eingekehrt ist. Okay. Okay, da oben müssen wir jetzt was anklicken. Okay, Astreiter 3 ist zerstört. Titan und Eisen. Haben wir jetzt genommen und ich hoffe, der fliegt jetzt einfach weiter und macht noch mehr. Ne? Die Lady ist das, den müssen wir gleich kontrollieren. Steht hier auch noch auf Abbauen, okay. Gut, Schiff zerstört. Dann... muss ich an einen Reparaturdock. So, jetzt müssen wir gerade noch mal gucken, was das hier für ein Schiff ist. Doppelflakgeschützturm, das ist ein Kampfschiff sozusagen. Slot 1 für unbewaffnete Geschütze. Das würde bedeuten,
steigen wir hier mal aus, gehen auf die Karte. Mit denen sind wir gut. Dann würde ich erstmal sagen, flieg doch mal, du kannst ja den Schützen. Hä? Nee, das ist Discover. Das ist Reiter 1. Da muss es doch ein Tor geben, dann kann er doch da so direkt durchfliegen, oder? Dann machen wir das halt so aus dem Sektor. Piraten greifen jetzt den Sektor an. Und der ist weg. Okay, passt. So, meine Mini-Drohne ist jetzt hier. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir weiterkommen. Spritquelle ist da oben. Traveler. Traveler ist da hinten. Ja. Eigentlich müssten wir jetzt den Reiter 1 ihm hier der Lady zum Beispiel zur Hand gehen lassen. Reiter 1. Abwracken, raffinieren, besorgen, verkaufen, Handel, Versorgung von Brücken, Expeditionen, Torpedo aufstocken. Sekte patrouillieren, nee. Erkunden. Eskortieren oder so sehe ich jetzt hier gar nicht, ne? Versorgung von Fabriken, das hört sich auch gut an, ne? Da müssten wir eigentlich zusehen, dass er nach hier hinkommt, ne? Hm. Traveler ist da. Tja. Dann würde ich jetzt erstmal dahin gehen, dass der zur Lady kommt. Und wenn die beiden im gleichen Sektor sind, müssen wir mal gucken, ob es dann irgendwie gehen kann, dass der den patrouilliert. Wer ist denn das jetzt hier? Okay, der springt nach da. Ne, dann ist das da gar kein Schiff mehr von uns, oder wie? Ja, das blinkt da. Achso, wir sind in der Drohne, deswegen ist das so. Okay. Jo. Mal die Koordinaten ein, springen wir da mal rüber. Hyperraum Sprungziel. Fliege und halte Leertaste, um den Ladehyperraumantrieb aufzuladen. Okay. Da sind wir jetzt weggesprungen. Das passt schon mal, ne? Einfach um den Bereich mit den Gelben zu inspizieren. drei Asteroiden. Können wir mal gerade hier durch die Gegend gucken. Aber so wie es aussieht, ist hier nichts, oder? Ne. Also hier sieht man ganz schön Traffic, ja? Was ist das? Das ist ein ganz normaler Asteroid, oder?
Ich glaube, das ist nichts Besonderes. Ja, der sieht ganz normal aus. Wenn, dann würde der eher anders aussehen, tut er aber auch nicht. Nee, das sind alles ganz normale Asteroiden hier. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Den Asteroidenhaufen haben wir, glaube ich, schon gesehen. Okay. Gehen wir wieder auf die Karte. Ich habe keine Musik mehr. Keine Ahnung warum. Spritquelle ist da oben. Ja, gehen wir mal in die Spritquelle rein und gucken, was da so Sache ist. Weil da könnte ja auch was sein, dass sich da was geändert hat. Die Ölrig. Ölrig. Sieht ganz cool aus, die Station hier oder das Schiff, ne? Was macht Ulrich? Weiter bitte. Na, der lädt aber heute länger. Na, ist er hängen geblieben? Nee. So. Ach, ich bin jetzt in der Station, ja. Okay, wir haben da was dran. Wir können uns irgendwie wehren. Lass doch mal gucken, was da so Sache ist. Beschleunigung brauchen wir nicht. Bremsstation brauchen wir nicht. Höchstgeschwindigkeit brauchen wir nicht. Job, Pitch and Roll brauchen wir auch nicht. Die Ingenieure. Aha, da haben wir schon den Salat. Ein Ingenieur fehlt. Frachtraum 18,76. Haben wir hier noch Arbeiter? Sieht so aus, als ob Arbeitskraft eine noch da wäre, ne? Das heißt, wir kriegen den Ingenieur hin und jetzt sieht es hier wieder. Nee. Wieso ist denn da jetzt noch ein Defizit? Ha, verstehe ich nicht. Naja, gucken wir erstmal gerade durch. Was haben wir denn alles hier so? Transporter-Software? Nee. Geschützkontrollsystem brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht. Traktorstrahl-Upgrade, okay, das ist ja jetzt nicht hierfür. Schneller Batteriebooster. So ein Frachtraumvergrößerungstool wäre jetzt das, was ich sagen würde, bräuchte man hier, ne? Oder kann man hier gebrauchen? Ne, haben wir den nicht. War schon, okay. Einer deiner Kapitäne, okay. Dann wollen wir den mal gleich wieder. Craft macht das auch schon. Der hat hier sehr schöne Sachen. Titan, Naonit und Trinium. Hat er geholt. Das ist schon mal gut. Und hier können wir auch was nehmen. Das war jetzt nur Eisen und Titan, aber ist auch okay. Gut. So, das bedeutet, hier fehlt jetzt immer noch. Nee, doch nicht. Jetzt sind wir drin, ne? Nee, warte mal. I war das, ja? Nee, doch, I war richtig und dann hier hin. Nee, dahin. Und nee, jetzt passt. Man muss einmal aus dem Menü raus und dann wieder rein, dann wird die Zahl korrigiert. Also passt es hier. So, jetzt würde mich nur noch interessieren, Frachtraum. Wie viel ist da drin? Wir haben 11.045 Vorrat da. Und das kann man dann verkaufen.
Ja, da müsste man mal gucken, was wir da jetzt machen. Da müssen wir, denke ich mal, das unraffinierte Öl raffinieren lassen. Und das kümmern wir uns, denke ich mal, in der nächsten Folge dann drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!